Im Zusammenhang mit betrieblicher Weiterbildung ist vor einigen Jahren ein neuer Begriff aufgetaucht, nämlich der Begriff der lernenden Organisation. Dies auf der Grundlage der Erkenntnis, dass die Zukunft den Lernenden gehört und nicht den Gelehrten. Denn was tun die Gelehrten? Sie reproduzieren Wissen aus der Vergangenheit, das in der Vergangenheit sicher gut und sinnvoll war, aber für die Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so sinnvoll ist. Deswegen spricht man von lernender Organisation und nicht von gelehrten Organisation. Lernende Organisation ist zukunftsgerichtet, eine gelehrten Organisation ist vergangenheitsgerichtet. Was zeichnet eine lernende Organisation aus? Drei Dinge: offener Informationsaustausch, offener Informationsaustausch, ein positives Lernklima und ein positiver Umgang mit Fehlern. Was bedeutet das? Schauen wir uns das genauer an. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.